Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Thief. Und wir befinden uns immer noch in den Seitengassen hier, wo uns seit der letzten Folge die ganze Zeit uns dieser eine Wachmann hier nervt. Es stimmt was nicht. Was soll denn hier nicht stimmen, bitte? So. Die Schwermut ist überall. Ja, die Schwermut ist überall. Das ist alles schön und gut. Ich möchte hier trotzdem. Denkst du, die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. So, hier gibt es ja sonst nichts zu holen. Das hat sich ja richtig gelohnt. Wie kann ich denn diese Leiter da oben runterholen? Hat er eine Geldbörse dabei? Nee. Ach, von dem habe ich sie schon geklaut. Dreh dich um, mein Freund. Ach, hat er doch noch eine Geldbörse? Dann hole ich mir die doch. So. Verdammt, hier wollte ich jetzt gar nicht hin. Naja, egal. Kann ich hier hochklettern? Ja. Was man wohl fürs Ziehen der Toten kaum bekommt. Alter! Wieso laufen die alle hier so die ganze Zeit umher? Die sollten schon längst im Bettchen liegen und schlafen. Ach, ein Feuerpfeil, das hat sich ja gelohnt. Wasserpfeil. So. Ja, jetzt kann er sich leider nicht mehr wärmen. Das tut mir natürlich unglaublich leid. Ich weiß jetzt nicht, ob es da unten noch was gibt. Da müsste ich ja nicht mal kurz gucken. Aber nein, hier unten gibt es nichts. Hat sich ja gelohnt, hier runter zu gehen. Ich weiß, wie man Trockenfleisch leichter runterschluckt. Augen zu und an echtes Fleisch denken. Alter, du sollst das doch treffen. Den Atem anhalten und nicht kauen. So. Wir machen es uns natürlich immer schön gemütlich hier. Eine Goldmünze haben wir hier gefunden. Und ansonsten... ist hier nichts. Das heißt, ich muss da hinten... Drahtschneider benötigt. Ach, das ist für die Lampen. Die haben wir ja noch gar nicht. Also, die anderen Lampen, die kann man ja damit ausschneiden. Bei allen toten Göttern. Was? Dann kann man nämlich diese elektrischen Lampen auch ausschalten. Jetzt hau doch ab. Bleib da, ja, stehen, wo du bist. Ich hab einen Knüppel. So, die Frage ist... Die Adligen wollen uns mit der Mauer von Greystone draußen halten. Die lachen vermutlich über uns. Wie komme ich hier weiter? Wir machen uns hier alles schön dunkel, aber... kann man hier sonst noch irgendwo reingehen? Da unten war ich ja gerade. Glaube ich zumindest. Ja, da unten. Ja, da unten war ich. Okay. Oh, jetzt kommt der Wachmann wieder hierher. Der soll mal abhauen.
Geh da weg, geh da weg. Sei ein braver Wachmann. Nein. So. Die Schachfiguren fallen Stück für Stück. Als verdammt, ich brauche einen Schraubenschlüssel. Und es kommt keine zurück. Das ist natürlich blöd. Okay, hier, ich sehe hier nichts blinken und blitzen. Schade, schade, schade. Und das hier machen wir natürlich auch mal aus. Überall Ratten. Die Bäckerei hat plötzlich zugemacht. Ja, das Brot war schimmlig, aber es war immerhin Brot. Wusstest du das nicht? Ja, das Brot war schimmlig, aber es war immerhin Brot. Da hat er ja allerdings recht. So, ich bin gerade ein bisschen überfragt, weil hier kann man sonst nicht viel machen. Ohne diese Zusatzsachen wie Schraubenschlüssel und Drahtschneider. Schon 10, aber der hier ist der Schlimmste. An der Schwermut ist er nicht schuld. Oh, aber seine Wache sind Verbrecher in Uniform. Ich weiß es nicht. Er scheint aber an das zu glauben, was er getan hat. Herrschen erfordert eine feste Hand. Er wollte die Dinge verbessern. Muss ich das mit dem... Von wegen verbessern. Er und seine feste Hand haben den Fluss seit einem Jahr nicht überschritten. Ich versuch's einfach mal. Ah, funktioniert. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das so leicht geht. So, dann habe ich da hinten noch was blinken sehen. Eine Geldbörse im Vogelnest. Natürlich. Okay, und da hinten kann ich hochklettern. Da muss ich jetzt dann gleich mal schauen. Ah. Alter, jetzt treff doch mal diese Zeig mir die Fackel. Meine Nerven spielen mir Streiche. Ah, okay, das kann ich vergessen. Ich muss da drüben irgendwie hinkommen. Vielleicht komme ich da ja von der anderen Seite hin. Sehen wir uns noch irgendwas? Ach, da hinten kann ich einen Seilpfeil dran schießen. Und dann kann ich da hinten hochklettern. Dann komme ich auch in das Haus dort hinten rein. Du willst jemanden zurechtweisen, na, das will ich sehen. So, hier komme ich ja locker nach unten. Medizin gegen die Schwermut. Ich kann mir kaum das Lumpen ausreißen. Oh oh. Nein, du hast keinen gesehen. Du hast niemanden gesehen. Der ist immer noch hier. Nein, bin ich nicht. Ich bin schon längst wieder im Haus. Er ist immer noch hier. Ja, wo soll ich denn sein? Neues Dokument. So, was haben wir hier? Oh, natürlich. Ich muss jetzt auch noch Schränke knacken, oder was? Auf jeden Fall sehe ich es da drin blitzen. Eine Geldbörse und noch ein Dokument. Da mache ich den Schrank doch gleich mal wieder zu. So, sehr schön. Wo kriege ich denn diese blöden Schraubenschlüssel her? Okay, wir haben auf jeden Fall zwei neue Dokumente gefunden. Die lesen wir uns natürlich mal durch. Spielerfortschritt. Ressourcen. Wurfobjekt. Achso, das hat man ja schon mal gelesen. Dokumente. Stone Market. Mr. Montonessi, hiermit empfehlen wir mit großer Freude eure Entlassung aus der Heilanstalt von Mora. Ihr habt bemerkenswerte Fortschritte erzielt, was die Reue bezüglich des Todes eurer Familie angeht und könnt nun ohne Bedenken in die Stadt zurückkehren. Wir wünschen euch alles Gute für euer neues Leben. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Huntfield.
Und in dem Brief befindet sich die Skizze einer Strohpuppe in der Henkersschlinge, auf deren Brust der Name Handfield geschrieben steht. Sehr schön. Gemäldebestellung. Mr. Montonessi, vor kurzem erst bin ich auf eure Arbeit aufmerksam geworden. Ich würde gerne 7, in Klammern 7 als Zahl, Kopien eures wunderbaren Gemäldes Dandy mit Hahnenkopf in Auftrag geben. Das Vergnügen wäre mir eine erkleckliche Summe Geld des wert. Ich hoffe, dass wir mit dieser Geste des guten Willens jene unerfreuliche Episode in der Heilanstalt zu den Akten legen können. Hochachtungsvoll, Lord Abercrombie. Und in dem Brief befindet sich eine grobe Skizze, die einen Mann, vermutlich Lord Abercrombie, bei diversen unbeschreiblichen illegalen Tätigkeiten zeigt. Sehr toll. Okay, ich speichere mal kurz ab das Spiel. Ja, ich möchte das überschreiben. Okay, und dann gehen wir hier mal wieder raus. Ist hier hinten sonst noch irgendwie was? Da hinten ist noch eine Tür. Alter, jetzt geh doch mal da. Hallo? Na, jetzt müssen die natürlich wieder kommen. Ich muss unbedingt denen seine blöde Fackel. Seine Fackel kaputt machen. Der Gestank hier ist widerlich. Hey! Ha! Hier ist jemand! Ich wurde angegriffen! Nein, hier ist keiner. Sei auf alles vorbereitet. Wenigstens hat er seine Fackel verloren. Ja. Du kannst mir ja schön was vorlügen. Das bedeutet Ärger, das ist alles. Da muss ich noch nachsehen. Ja, dann guck doch mal nach. Du. Auch versteckt. Wir finden ihn. Nö. Niemand. Zumindest finde ich keinen. Noch ist es nicht vorbei. Vollidiot. So, und jetzt haut ab. Er ist immer noch hier. Irgendwo. Ach, gar nicht. Ich bin auf den Dächern, nicht irgendwo. So, jetzt ist natürlich nur die Frage. Oh, Alter, meine Zähne wackelt. Ja, dann reißen raus. Wir haben alle noch eine Geldbörse dabei. Ich will da hinten die Tür aufmachen. Warum wollte er eben nicht von dem Seil runterspringen? Au! Was ist hier? Halt! Im Namen der Wache des Barons! Nein! Ja. Fresse! So. Okay, wir haben bloß K.O. geschlagen. So war das jetzt eigentlich nicht geplant. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Aua! Fresse! Bam! So, mein Freund. Du warst einmal. Aber er ist ja nicht tot, er ist ja nur K.O. Wie lieblos der dir auch immer hinschmeißt. Ich finde das so mega lustig irgendwie. So, was haben wir denn hier? Nichts, okay. Das Knockschlag. Achso, die Tür ist schon auf. Hey, war ich doch schon drin? Aber wie kann ich das da... Ach, da war ich schon drin? Okay.
Oder ich guck mich da trotzdem nochmal kurz um. Tatsache, hier war ich schon drin. Na dann. Habe ich hier vollkommen umsonst K.O. geschlagen. Das tut mir natürlich sehr leid. Und ja, wie es dann weitergeht, das erfahrt ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Da speichere ich jetzt erst nochmal schnell. Ja, überschreiben. Okay, und dann werde ich jetzt auch diese Aufnahme wieder hier beenden. Ich habe nur immer kurz Zeit aufzunehmen, auch wenn es nur eine Dreiviertelstunde ist. Aber wir sehen uns natürlich dann in der nächsten... Hallo, geh mal in den Schatten. In der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.